Netzquark und willkommen, liebe Freunde, zur nächsten Runde, zum nächsten Ententalk-Video. Und heute haben wir ein Thema, das sehr breit gefächert ist, bei dem es bestimmt noch Rückfragen geben wird. Und deswegen direkt nochmal am Anfang. Ich will das ab nächster Woche eventuell, weil diese Woche werde ich es noch nicht schaffen, weil ich nehme heute jetzt Aufnahmetag von dieser Folge, ist Dienstag, der 18., weil ich ab morgen, am Mittwoch, bis nächste Woche, Mitte der Woche, Anfang der Woche irgendwie weg bin. Das heißt, da werde ich nicht zu kommen. Aber ich will das so machen, dass Ententalk Sonntag kommt. Und es gab echt gute Ideen, dass dann beispielsweise, dass wir noch ein zweites Video machen, was mittwochs kommt, in dem ich dann auf eure Kommentare eingehe. Das heißt, Ententalk ist mein Talk, ja, wo die Ente talkt. Verstehst du? Und ja, den zweiten Part, wo ich dann auf euch eingehe und auf das, was ihr mir über Hashtag Ententalk auf Twitter gesagt habt und auch Rückfragen und so gestellt habt, Themen vorgeschlagen habt, was auch immer, beispielsweise auch Rückfragen zu dem hier, auf das gehen wir dann mittwochs ein. Und da wird auch dann das Thema für den kommenden Sonntag angekündigt. Ja, dann hast du noch so ein paar Tage Zeit, so ein bisschen das Thema vom Sonntag so ein bisschen zu verarbeiten, dir deine Gedanken zu machen, dazu was zu schreiben, und dann kannst du dich schon ein bisschen auf das nächste Thema vorbereiten. Finde ich so ganz cool, finde ich so ganz sinnvoll und auch an der Stelle selbstverständlich großes Dankeschön für die ganze Mitarbeit, für die Idee, die da kommt. Und das war von montags meiner, ja, dass man dann noch ein zweites Video macht. Ich habe Privatnachricht auf YouTube bekommen, ich habe mehrere private Nachrichten bekommen, und das Thema heute grob umrissen ist Kommunikation. Das ist ein sehr breit gefächertes Thema, ja. Und ich wollte es einfach als Kommunikation über Begriff zusammenfassen. Ich lese einfach mal den Kommentar vor, beziehungsweise die Nachricht. Name wird nicht genannt, wird anonym bleiben. Aber ich lese einfach mal vor, und das ist ein sehr spezieller Fall, den ich aber so ein bisschen allgemeiner behandeln möchte, mit auch eigenen Erfahrungen. Gerade was so die Kommunikation zwischen einem selbst und den Eltern anbelangt. Und ja, ich lese einfach mal kurz vor. Hallo Liquid, habt dir ja... So, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll und ob das überhaupt passend ist für deinen Ententalk. Aber vielleicht gibt es ja Leute, denen es ähnlich geht wie mir. Ich bin 23 Jahre alt und wohne leider immer noch zu Hause, da ich in meiner Ausbildung kaum Geld verdiene. Meine Mama unterstützt mich da aber, und für sie ist es vollkommen in Ordnung. Vor ungefähr 6 Jahren haben sich meine Eltern getrennt, und für mich war das super schlimm. Mein Papa hat von einem auf den anderen Tag alles hingeworfen. Das war halt mega schlimm für mich, weil ich eigentlich voll das Papakind war. Halt Papis Prinzessin. Mit meinem Papa ist inzwischen alles wieder okay, er hat eine neue Freundin gefunden, die ist echt super lieb und alles. Aber meine Mama hat auch einen neuen Freund, und mit dem komme ich leider überhaupt nicht zurecht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der mit fast jedem zurechtkommt, aber er ist da eine Ausnahme, und er macht es einem auch nicht leicht, ihn zu mögen. Oft macht er Witze, die teilweise echt verletzend sind, er provoziert einen ohne Ende und sucht die Schuld nie bei sich. Ich habe schon versucht, mit meiner Mama darüber zu reden, aber so richtig geklappt hat es leider nicht. Ich bin langsam echt am Verzweifeln, weil es mir so gar nicht gut geht. Ich fühle mich zu Hause halt nicht mehr zu Hause. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Ich hoffe, es ist okay für dich und so. Ansonsten ignoriere das einfach. Ignoriere ich nicht. Ja, habe ich dir auch geschrieben. Und das ist... ja, das ist so ein Thema. Ich hatte dann ihr auch geantwortet, sie hat auch nochmal geschrieben, dass die Mutter das schon versteht, aber oftmals ist einfach so dieses Problem der Eltern, dass sie ihr Kind nicht richtig wahrnehmen. Mit nicht richtig wahrnehmen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen schwierig formuliert, aber bei dem Beispiel jetzt, es ist wirklich so, dass sie sich zu Hause nicht zu Hause fühlt. Und allein sowas zu sagen, dahinter steckt einfach so viel mehr. Das ist nicht nur, das ist mir unangenehm oder der nervt oder weiß ich nicht, sondern er sorgt dafür, dass sie sich zu Hause einfach nicht wohlfühlt. Und das ist was, wo man offen drüber sprechen sollte. Und gerade wenn sie dann das Gespräch mit der Mutter sucht, was die Mutter halt auch einfach wirklich ernst nehmen sollte. Ja, und nicht runterspielen sollte und sagt, ja, das ist eine Phase, was auch immer, ein Kind, stell dich nicht so an. Ja, der meint es ja nicht so. Dann noch den neuen Partner in Schutz nehmen. Das kann man ja nachvollziehen. Kann auch durchaus so sein, dass er es nicht so meint. Aber es ist trotzdem Fakt, dass sie sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Und spätestens da sollte einfach mal offen geklärt werden, dass die Witze doch, wenn woanders und wenn nicht auf ihre Kappe gemacht werden. Und warum ich aus diesem Thema, aus dieser Nachricht, das Thema Kommunikation rausnehmen wollte, ist einfach, weil man oftmals, oder zumindest ging das mir in meiner eigenen Erfahrung so,
so viele Probleme zu Hause und mit den Eltern hat, die einfach nur Fehlkommunikation verschuldet sind. Dass Eltern oftmals, und das werde ich erst verstehen, wenn ich selbst Kinder habe, hoffentlich werde ich es nicht verstehen, ne, aber vielleicht werde ich dann auch in so eine Situation kommen, dass Eltern oftmals aus Sorge um die Zukunft des Kindes, großes Beispiel, Druck erzeugen, Vorwürfe dir entgegenbringen und einfach Dinge sagen, die sie rein aus ihrer Sorge und Fürsorge sagen und nur gut meinen, aber nicht in der Lage sind, das positiv für dich zu formulieren. Da hatte ich beispielsweise das Beispiel, dass ich nach meinen Bandscheibenvorfällen habe mich dann auf YouTube konzentriert, hatte generell davor schon einige Verletzungen, dass ich Sport und sowas nicht mehr machen konnte, nicht wirklich, und ich war immer jemand, der immer draußen war. Ich habe alles gemacht, von klein auf Fußball, Tennis, Tischtennis, Freerunning, Parkour, rückwärts alles an der Wand und so ein Scheiß. Ich habe alles gemacht, ich war immer draußen, immer, bis es gesundheitlich nicht mehr ging. Und dann habe ich mich fürs Gaming entschieden. Und da hatte ich auch meine Freunde. Und das ist einfach nur ein Hobby von mir. Ich habe viel Zeit vom PC verbracht. Verbringe ich nach wie vor als mein Job. Aber die Eltern hatten dann so diese Bedenken, die angefangen haben. Oh, der wird ja auch immer älter, ne? Der Fachabi. Musste Ausbildung abbrechen, ob aus dem noch was wird. Und dann sitzt er den ganzen Tag vor dem PC. Der ist spielsüchtig. Der ist spielsüchtig. Der wird es nicht verstehen, aber der braucht Hilfe. Haben sich die Eltern gedacht. Und das Gespräch, das da stattfindet oder mehrfach stattgefunden hat, hätte man sich sparen können, weil die Sorge der Eltern in dem Moment einfach so groß ist und diese Ängste in ihrem Kopf so fest verankert sind und so real wirken, dass egal was ich gesagt habe, es keine Rolle gespielt hat, weil in ihrem Kopf war drin, ich sitze nur vorm PC, ganz unabhängig davon, was ich mache. Und da ich bin spielsüchtig, ich verliere meine sozialen Kontakte, ich bin ein ganz, ganz zurückgezogener Mensch und weiß ich nicht. Und meine Zukunft ist schwerstens gefährdet. Ich war bei Terminen mit Psychologen, auch aus der Familie, teils meine Mama in psychologischer Betreuung gewesen, weil das einfach so einen Druck erzeugt hat, den ich mittlerweile sehr nachvollziehen kann. Ja, das war einfach nur die Angst. Und das war ja auch für mich keine einfache Situation mit Bandscheibenvorfällen und sowas, dann zu Hause zu wohnen, kein Geld zu haben, aber auf dem Rücken her nicht irgendwie was machen zu können. Ich war ja auch arbeitsunfähig geschrieben über ein Dreivierteljahr. Das ist auch für mich keine einfache Situation. Und dann noch der Konflikt mit den Eltern. Es ist einfach... Sie wollten im Endeffekt nur, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann. Und das ist logischerweise auch meine Intention. Es war aber einfach auch zeitweise so unerträglich zu Hause, dass wir einfach so nicht miteinander reden konnten. Und das lange Zeit, dass auch ich mich zu Hause alles andere als zu Hause gefühlt habe. Ich hätte zu dem Zeitpunkt niemals gedacht, niemals, dass... wenn ich wirklich zu Hause ausgezogen bin, ich das Verlangen verspüre, meine Eltern zu besuchen, meine Familie zu besuchen, nach Hause zu kommen. Und mit dem Umzug, mit dem Auszug, wie so ein Schalter, Klick, die Eltern sehen, der kann es alleine. Ich, die Distanz, und dann auf einmal habe ich klar gesehen, was so die Bedenken waren. Einfach auch, weil ich gesehen habe, wie sie sich dann in ihrem Verhalten mir gegenüber geändert haben. Das war ganz krass zu sehen und hat mir sehr die Augen geöffnet. Und in meinem ersten Infovideo, wo ich den Ententalk vorgestellt habe, habe ich gesagt, dass ich heute auch Sachen verstehe, die ich damals nicht verstanden habe, gerade im Konflikt mit den Eltern. Und das ist genau das. Aber was Eltern dann oftmals auch vergessen, ist, dass die Intention des Kindes im Normalfall auch diese ist, selbstständig zu sein und zu Hause rauszukommen. Und warum auch immer fällt es Eltern schwer, gerade so, wenn es kurz vor diesem Abkoppeln und zu Hause rausziehen und sowas ist, da den eigenen Kindern zu vertrauen oder zu glauben. Ja, weil ich habe damals auch gesagt, ich weiß, was ich mache und ich reiß mir den Arsch auf, damit ich das alles alleine hinbekomme. Und es war wirklich so. Und ich bin niemand, der die Anerkennung braucht, aber
die hätte schon gut getan. Ja, weil es war mit Sicherheit keine einfache Zeit für mich auch. Und dann immer nur zu hören, ja, nee, das ist ja schön, reden kannst du viel, ne? Aber ja, du bist halt einfach spielesüchtig. Ja, klar musst du das so sagen, ja, aber das ist nicht gut, was du da machst. So dieses, dass andere so fest davon überzeugt sind, zu wissen oder davon ausgehend zu wissen, was in dir vorgeht, was bei dir schief läuft, obwohl sie im Endeffekt gar keine Ahnung haben. Und das ist nicht böse, ist meinen Eltern gegenüber gemeint. Aber gerade auch den Ententalken, das ist ein schönes Beispiel, hat mich vorgestern meine Mutter angerufen morgens. Sagt hier, Christian, ich habe dein zweites Ententalk-Video gesehen und wollte dir einfach mal Feedback geben. Und das ist unglaublich schön zu sehen, wie geflasht und begeistert meine Eltern von mir sind, weil sie jetzt gerade durch dieses Format sehen, wie viel mehr in mir steckt, was sie davor vielleicht gar nicht kannten. Und das ist aber nicht so, dass ich nicht das Gespräch mit meinen Eltern dem unbedingt aus dem Weg gehen wollte, so einem offenen Gespräch, in dem vielleicht auch schon vorher rausgekommen wäre, wer ich eigentlich bin, so was in mir steckt. Aber man hat einfach immer und beständig so aneinander vorbeigeredet, dass es einfach irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat. Und dann kommt diese erneute Trotzphase nach der Pubertät, in dem man sich so gegen seine Eltern wendet. Ja? Es ist eigentlich kein gegen die Eltern wenden, sondern sich selbst schützen, weil man einfach Dinge immer vorgeworfen bekommt, die man nicht hören will, die auch oftmals nicht stimmen oder zutreffen, sondern einfach Dinge, die Eltern aus Sorge sagen. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man das dann immer als Vorwurf formulieren muss oder Druck aufs Kind aufbauen muss und sich nicht einfach zusammensetzt und mal fragt, was denkst du, was du machst, was denkst du, wohin das geht, wie läuft's aktuell, wie können wir dich unterstützen, ja? Weil, und das kann man auch dann als Eltern offen sagen, weil wir uns Sorgen machen, ob du es schaffst, selbstständig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen, bla bla bla. Wenn man da so unvoreingenommen ein offenes Gespräch führen könnte, das würde so viele Probleme vorbeugen und so viel Stress zu Hause, einfach so den Druck rausnehmen, man könnte so angenehm zusammen zu Hause wohnen. Aber gerade durch diese oftmals festgefahrene Meinung so, und ich kann es verstehen, ja, man selbst als Eltern hat mehr durchgemacht, mehr erlebt, mehr Erfahrung und man war auch in ähnlichen Situationen. Aber ein Fehler ist es dann, durch ähnliche Situationen, die man erfahren hat, daraus zu schließen, dass man genau weiß, was jetzt in dem Kind vorgeht, weil es einem selbst damals ähnlich ging. Es heißt aber nicht, dass es in dem Kind genauso vorgeht. Jeder Mensch ist anders. Ja? Klar, du kommst von deinen Eltern, man hat viele Gemeinsamkeiten, aber wie man Dinge verarbeitet, wie man mit Sachen umgeht, wie man sein eigenes Leben anpackt, da ist jeder Mensch unterschiedlich. Ja? Und das gilt einfach gerade in der Kommunikation mit den Eltern, da so offen wie möglich zu sein und einfach auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Einfach wirklich, dass die Eltern einen verstehen und dass man aber auch die Sorgen der Eltern wahrnimmt. Ja? Und das ist so dieses, es wirkt schnell wie Ignoranz, wenn man dann einfach den Eltern aus dem Weg geht und wirkt so wie Trotz, ist es mir egal, was mit mir passiert, es ist egal, was aus mir wird und was ihr sagt, interessiert mich sowieso nicht, ihr habt eh keine Ahnung. Das ist so, was bei den Eltern dann ankommt. Und oftmals kommt dann dieser Satz, ja, du kannst dich ja nicht in uns reinversetzen. Und der Satz sagt zwei Dinge aus. Zum einen, dass ich nicht das Vermögen besitze, mich in die Situation der Eltern reinzuversetzen und dass die Eltern aber ganz genau wissen, was in mir vorgeht. Und dann kam von mir der Satz, doch, kann ich, aber ihr könnt euch nicht in mich reinversetzen. Und das ist ein Ding, das teils wiederum stimmt. Weil die Eltern habe ich damals zum vollen Umfang nicht verstanden. Ich habe verstanden, dass sie Sorgen gemacht haben. Ich habe nicht verstanden, wie sie damals so fest darauf beharrt haben, dass ich computersüchtig wäre oder was auch immer, was sie sich da im Kopf für krasse Stories zusammengesponnen haben, was da mit mir abgeht. Aber richtig ist es, dass die Eltern sich tatsächlich nicht in mich reinversetzen konnten. Sondern die Eltern haben sich dann in ihr früheres Ich, wie sie damals waren, reinversetzt. Aber einfach weil, wie gesagt, so viele Gedanken und Ängste so festgefahren sind und man sich nicht davon lösen konnte, war einfach nie eine Basis da, um ein wirklich ernsthaftes
Gespräch zu führen, das was bewirkt hätte. Es gab oft Momente, wo es dann zu Hause, und das ist mir unangenehm zu sagen, ja, und das weiß auch, wenn meine Mutter das Video guckt, das ist wieder sehr emotional, Taschentücher hoffentlich vorbereitet, aber es gab Momente, in denen es so dicke Luft zu Hause war, dass wir uns wirklich zusammengesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt müssen wir offen drüber reden, weil, weiß es nicht. Ich kam nicht klar, Mutter kam nicht klar, Vater hat so zwischen den Stühlen gesessen, mein Bruder hat irgendwie rausgehalten, was eine gute Wahl war, und das alles, ohne dass das irgendeiner von uns wollte. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, damals drüber nachzudenken, wie es überhaupt so weit kommt. Dass ich beispielsweise mit Race super oft drüber geredet und Dampf abgelassen, ja, mich über meine Eltern aufgeregt, ich gesagt, die denken, ich bin mega stumpf und computersüchtig und habe keine sozialen Kontakte. Und wenn die wüssten, wie offen ich mit dir über alles reden kann, wie ich für jeden und Gott und die Welt da bin und helfen will und weiß ich nicht und das ernst nehme, was ich mache und mir einen Arsch aufreiß und was ich da auch selbst für Belastung und Druck auf mich nehme. Ja, und dann wird davon nichts anerkannt, ich werde komplett falsch wahrgenommen, meine Eltern wissen gar nicht, wer ich bin. Das war oftmals so Kontext der Gespräche zwischen Race und mir. Und das ist einfach im Nachhinein so schade, weil man so viel Zeit und so viel Energie verschwendet hat. Und das ist jetzt wieder ein sehr privates Beispiel von mir. Ja. Aber ich denke, das kann jeder für sich auf eigene Situationen beziehen. Gerade in der Kommunikation mit den Eltern. Und macht euch da, und jetzt werde ich wieder allgemeiner, macht euch da einfach bewusst, dass eure Eltern euch lieben, egal was passiert. Und oftmals Dinge gesagt werden, die beschissen formuliert sind, die Aussage dahinter, die bei euch ankommt, nicht die ist, die eigentlich ankommen sollte. Ja. Vieles wird einfach aus Sorge gesagt, aus Angst gesagt, nicht überlegt und sehr unglücklich formuliert und ihr fühlt euch davon angegriffen. Ja. Es ging mir, wie gesagt, lange auch sehr ähnlich und auch Sachen wie dass das zu Hause schlechte Luft wäre ich immer dran schuld, ja? Oder keine Ahnung. Ich stand da drüber, weil ich schon wusste, dass ich so nicht bin, wie ich von den Eltern dargestellt wurde. Ja? Aber es war auch ein Fakt, dass wir keine Möglichkeit gefunden hatten, das irgendwie zu klären, dass wir alle einander verstanden haben. Also wirklich verstanden, nicht nur zugehört haben, sondern auch verstanden, was die Aussagen dahinter waren. Und deswegen ist es einfach gerade wichtig, dass ihr euch, wenn irgendwas ist, und das gilt auch bei Beziehung, bei Freundschaft, das könnt ihr auf alles anwenden. Auch wenn irgendwo in der Schule mit einem Lehrer irgendwas im Argen liegt und ihr denkt, irgendwie ist der dumm zu mir. Kommunikation ist der Schlüssel. Ja? Zum allerersten natürlich, hatten wir schon gesagt, ehrlich zu euch selbst sein. Wissen, wer ihr seid. Offen, freundlich, nett sein. Aber ihr müsst euch nichts, was unfair ist, gefallen lassen. Und da tritt dann die Kommunikation in Kraft, indem ihr einfach auf die Leute zugeht und ganz unvoreingenommen und nicht vorwurfsvoll, sondern ganz offen einfach Dinge anspricht. Wenn beispielsweise ein Lehrer euch oftmals nicht dran nimmt und ihr denkt, warum? So, weißt du, ich will mich auch einbringen, beispielsweise das Fach interessiert euch, ihr habt mega Bock drauf, dann geht nach der Stunde einfach hin und sagt hier, ne, Entschuldigung, ist jetzt nicht böse gemeint, aber das und das interessiert mich mega, weil das und das, bla bla bla, Freizeit viel damit beschäftigt und kenne mich da halt aus, deswegen melde ich mich auch immer, weil irgendwie werde ich nicht so dran genommen, finde ich ein bisschen schade, warum ist das so? Aber immer dazu sagen, es ist nicht böse gemeint, einfach nur rein Interesse halber, um es zu verstehen, um eventuell Unklarheiten irgendwie aus dem Weg zu schaffen und gerade jetzt auch mit den Eltern, wenn ihr merkt, irgendwie zu Hause ist dicke Luft. Dann setzt euch selbst hin, versucht nicht irgendwie den Eltern die Schuld zu geben, lasst euch aber auch nicht einreden, dass ihr die Schuld daran habt, sondern Schuld an dicker Luft sind immer zwei Seiten. Ja. Auch wenn die Eltern sagen, ja, wir wissen es besser, die sind genauso dran schuld. Und das muss nicht mal, und das ist auch so, dieses Schuld generell ist, oftmals entsteht Streit mit den Eltern oder Unstimmigkeiten, auch einfach nur durch einen Vorwurf der Eltern, ohne dass ihr was gemacht habt. Aber dadurch, wie ihr darauf reagiert, entsteht ein Streit. Deswegen trifft, wie gesagt, auch wenn ihr eigentlich nichts gemacht habt, die Reaktion auf den Vorwurf oder was auch immer, macht euch auch mitschuldig
an dem Streit. Ja. Deswegen, was mir da wirklich am Herzen liegt, gerade weil ich weiß, wie gut ich mich mit meinen Eltern verstehe und wie ich auch ihnen jetzt glaube, ja, dass sie mich wirklich lieben. Und ich sie auch. Bin sehr froh, wenn ich meine Familie wieder besuche. Bin ich jetzt auch am Wochenende, also heute auch noch. ist einfach so, dass mir gerade bei dem Thema viel daran liegt, dass wenn bei euch irgendwas mit den Eltern im Argen liegt, ja, ist in ihrem Beispiel beispielsweise, setz dich nochmal mit deinen Eltern, mit deiner Mama, was auch immer, vielleicht auch einfach nur mit der Person von beiden, ja, Mama oder Papa, mit der du besser reden kannst, zusammen, ganz offen und sag hier, ich habe drüber nachgedacht oder sag, ich habe da ein Video gesehen, was auch immer, und das ist doch kacke, wie es läuft. Geht auch ein bisschen auf eure Eltern zu. Sagt, das ist einfach, ihr selbst habt mehr davon, wenn zu Hause alles besser läuft. Ja? Wenn einfach man angenehm miteinander reden kann. Wenn man sich unterstützt gegenseitig und nicht immer bekriegt und gegeneinander kämpft. Und vor allem will es halt auch einfach eigentlich keiner von beiden Parteien. Weder die Eltern wollen Streit, noch ihr wollt Streit. Aber da man so oft aneinander vorbeiredet, entsteht der wohl oder übel, ja, unverhinderlich. Aber wenn es soweit ist, denkt danach drüber nach, was eigentlich jetzt die Aussagen waren. Versucht zu verstehen, warum eure Eltern manche Dinge dann gesagt haben. Und versucht auch selbstkritisch zu sein und zu sehen, wie oder wo ihr vielleicht falsch reagiert habt. Und geht dann einfach den Schritt auf die Eltern zu. Weil die Eltern machen sich Sorgen und wenn es dann zu einem Streit kommt, aus dem ihr dann irgendwann ignoriert, genervt, aggressiv rausgeht, ist da nicht die Kraft da, dass die Eltern ein normales Gespräch mit euch führen, um das zu klären. Sondern das ist dann geschehen und das steht so im Raum. Und das wird immer öfter passieren und das Verhältnis leidet darunter. Wenn ihr dann aber den Schritt auf die Eltern zugeht und sagt, hier, ich weiß, war eben kacke, tut mir leid. Ja, und das ist kein einfacher Schritt. Aber so offen zu sein und zu sagen, aber ihr müsst auch mich verstehen, weil, und dann könnt ihr einfach offen sein. Ja. Einfach sagen, ich habe Dinge ja auch mit Begründung gemacht. Ja. Ich mache nicht einfach irgendwas planlos, ich lasse mich nicht einfach grundlos hängen. Beispielsweise auch, wenn ihr viel zu Hause rumhängt und nicht in die Pötte kommt, dann oder so antriebslos seid, das hat auch einen Grund. Dann versucht mit euren Eltern zusammen, dem auf den Grund zu gehen und das zu ändern. Ja. Gemeinsam. Und das Video im Endeffekt war jetzt komplett anders, als ich am Anfang, als ich mir gedacht habe, Kommunikation, als ich mir das so vorgestellt habe. Aber ich denke, das ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Es war sehr viel privater, als ich vorhatte. Und ich hoffe auch, alles, was ich gesagt habe, ist in Ordnung für meine Familie. Was meine Familie betrifft, kennt natürlich auch niemand. Ne? Klar, das sind super nette Menschen. Aber wie gesagt, das kann bestimmt wieder gerade bei dem Thema der eine oder andere sich da auch mit identifizieren, was ich gesagt habe. Und wie gesagt, versucht einfach aufeinander zuzugehen. Von mir aus macht ihr den ersten Schritt, auch wenn es irgendwie, wenn ihr keinen Bock drauf habt und dacht, ich habe aber nichts falsch gemacht, warum soll ich jetzt? Ja, einfach, weil du dann auch weniger Stress hast. Genau deswegen, für dich selbst, kannst du dir auch sagen, gehst du den ersten Schritt auf die Eltern zu. Und gerade Kommunikation ist auch was, man muss immer dran arbeiten. Kommunikation, man lernt immer dazu. Ja. Man sagt manchmal vorschnell Dinge, wo man denkt, hätte sie jetzt auch sparen können. Oder manchmal sagt man auch nichts, wo man denkt, hätte ich jetzt doch was gesagt. Das ist was, wo man immer dazu lernt. Einfach aufmerksam sein. Und ja, ich wüsste nicht, wohin ich jetzt noch in dem Thema gehen soll, was ich jetzt noch sagen soll. Ich denke, da wird es eventuell ganz gut sein, wenn ich euer Feedback habe. Und wieder eventuell noch einen zweiten Part machen, in dem ich auf euer Feedback eingehe, auf noch andere Sichtweiten eingehe, weil bei mir ist es jetzt sehr festgefahren in meinem Kopf, gerade auf die Geschichte, die ich da mit meiner Familie hatte. Ja, würde demnach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Gebt euch einen Ruck und wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ansonsten Hashtag Ententalk auf Twitter. Ja, könnt ihr gerne alles zu dem Thema schreiben. Fragen, Anregungen, Ideen, was auch immer. Wie auch natürlich hier unten drunter in die Kommentare. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut.
Danke nochmal und ciao.